Herr Minister, warte noch eine Sekunde. So ist es, meine Damen und Herren, eine vereinbarte Debatte zum Thema Brexit. Erster Redner ist der Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern hat die britische Premierministerin nun formell mitgeteilt, dass das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union austreten möchte. Ich denke, alle hier im Parlament hätten sich ein anderes Geburtstagsgeschenk kurz nach dem 60. Jubiläum der Europäischen Union am letzten Wochenende gewünscht. Aber lamentieren hilft nichts. Wir respektieren die britische Entscheidung. Doch machen wir uns nichts vor, der Brexit zwingt auch die verbleibenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu, ihren weiteren Weg neu zu vermessen. Wenn die zweitgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union sich dazu entschließt, die Union zu verlassen, dann kann der Rest nicht Business as usual machen und so tun, als sei nichts geschehen. Für uns ist nach wie vor klar, die Europäische Union ist und bleibt das größte Zivilisationsprojekt des 20. Jahrhunderts. Und auch im 21. Jahrhundert gibt es bis heute keine Region in der Welt, in der man so frei, so sicher und auch so demokratisch leben kann wie bei uns in der Europäischen Union. Frieden und Wohlstand für alle sind die Versprechen der Europäischen Union. Und wir sehen gerade, wie brüchig der Frieden dort ist, wo die friedensstiftende Hand der Europäischen Union nicht wirksam ist auf unserem Kontinent. Und natürlich ist es eine der wichtigsten Aufgaben der Europäischen Union auch, das Wohlfahrtsversprechen endlich wieder einzulösen. Nichts untergräbt die Legitimität der europäischen Einigung so sehr wie mehr als 40% Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern der Europäischen Union im Süden Europas. Europa wird nur gelingen, wenn es auch für die nächste Generation in Europa ein Projekt der Hoffnung ist und nicht ein Projekt der Hoffnungslosigkeit. Deshalb ist der Kampf um mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätze, mehr bessere Bezahlung und mehr soziale Sicherheit so ungeheuer wichtig. Denn wie zuvor in Irland, in Frankreich und in den Niederlanden haben auch gerade die Arbeiterbezirke des Vereinigten Königreiches gegen Europa gestimmt. Und auch, wie gesagt, in Großbritannien sind es Mittelschichten, Menschen mit nicht so hohen Einkommen, die jedenfalls in der Europäischen Union keine Hilfe für ihre Zukunft mehr gesehen haben. Sie haben gegen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union gestimmt, nicht nur, weil sie der dummen Propaganda von UKIP und anderen aufgesessen sind, sondern weil sie die Hoffnung verloren hatten, dass sich ihre Lebenssituation durch Europa verbessert. Für das Vereinigte Königreich attestiert die Bank of England für die vergangenen 10 Jahre die schwächste Reallohnentwicklung seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese eher schwache Entwicklung der Löhne geht zudem einher mit einer unterschiedlichen, vielfach außerordentlich ungerechten Verteilung der Reallohnentwicklung innerhalb des Landes. Konkret in einer Zeit, in der der Reichtum zum Beispiel am Finanzplatz London bereits obszöne Größenordnungen erreicht hatte, wurden große Teile der britischen Gesellschaft vom Wohlfahrtsversprechen ausgeschlossen. Wer verhindern will, dass es in den Bevölkerungen der Mitgliedstaaten Europas weiter mehr Frustration als Hoffnung über ihre eigene Zukunft gibt, der muss vor allem dafür sorgen, dass das Leben, das Einkommen und die sozialen Bedingungen in Europa wieder für alle besser werden. Für mich ist das deshalb wichtig, weil uns heute in Europa ja nicht nur unser zukünftiges Verhältnis zu Großbritannien beschäftigen muss. Nicht nur der Brexit, auch die anderen zahlreichen Krisen der jüngeren Vergangenheit haben das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union beschädigt. Das wirtschaftliche Abrutschen der Länder am Mittelmeer, der Umgang mit Flüchtlingen, Unsicherheit und Pessimismus, die Staatengemeinschaft wirkt jedenfalls so zerbrechlich wie nie zuvor. Das europäische Einigungsprojekt wird angefeindet wie selten zuvor von Populisten, die einfache Lösungen vorgaukeln, die Europa zurückbauen oder sogar zerstören wollen. Und deswegen war das Signal von Rom am Wochenende
mehr als nur eine gute Nachricht, denn dort ist endlich ein Bekenntnis zu einem stärkeren sozialen Europa enthalten. Damit ich nicht missverstanden werde, ich bin nicht naiv. Ich glaube auch nicht, dass der Text allein sofort alles ändert. Aber es ist ein erstes Zeichen dafür, dass die anderen 27 Mitgliedstaaten sich auf diesen Paradigmenwechsel von einem reinen Wettbewerbs-Europa am Binnenmarkt zu einer sozialen Marktwirtschaft am Binnenmarkt entwickeln wollen. Dafür ist noch viel zu tun, aber der Wechsel in diese Richtung ist endlich eingeleitet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt aber auch wirklich tolle Nachrichten aus Europa, denn es ist doch erstaunlich, in fast jedem Land Europas zu zeigen, dass Umfragen sind, dass derzeit eher die Älteren, die die EU schlecht finden. Das war übrigens bei der Gründung der Europäischen Union anders. Da waren es die Alten, die ihre Söhne und Töchter im Krieg verloren hatten, die gestorben waren, ermordet, verwundet, wo sozusagen die Elterngeneration nach diesem Krieg wusste, das wollen wir nicht nochmal. Wir wollen nicht, dass wieder Eltern heranwachsen, die ihre Kinder im Krieg verlieren. Heute ist es so, dass es die Jungen sind, die Europa verteidigen. Denn die treten immer entschiedener für einen europäischen Zusammenhalt ein. Sie wollen ein starkes Europa, weil sie wissen, dass sie selber und ihre eigenen Kinder in einer sich total verändernden Welt, in der Asien größer wird, Lateinamerika, Afrika, aber wir eben schrumpfen, dass sie nur dann eine Stimme haben werden in dieser Welt, wenn es eine gemeinsame europäische Stimme ist. Selbst das starke Deutschland wird in dieser Welt von morgen kein Gehör finden, es sei denn, unsere Stimme ist eine europäische Stimme. Die jetzt jeden Sonntag auf unseren Plätzen den kräftigen Pulse of Europe zeigen, sind stärker als all die plumpen Anti-Europäer von links und rechts außen. Und sie sind übrigens, diese Demonstranten, die den Puls Europas zeigen, unsere stärksten Verbündeten, meine Damen und Herren. Großbritannien war jahrzehntelang Teil und wichtiger Akteur dieser großen Gemeinschaft. Gemeinsame Geschichte mit uns Deutschen verbindet uns, keine einfache, oftmals eine schmerzvolle. Heute aber sind wir Partner in einem friedlichen Europa mit gemeinsamen Interessen und Werten. Unzählige Deutsche studieren und arbeiten in Großbritannien. Junge Briten leben bei uns, beleben die Kulturszene, Firmen und führen Unternehmen, gründen Start-ups. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir neben allen Auseinandersetzungen rund um den Brexit sicherstellen müssen, dass diese gewachsene Freundschaft zwischen den Menschen unserer Länder durch die jetzt anstehenden Verhandlungen nicht gefährdet wird. Wir müssen Freunde bleiben, auch wenn dieser Spruch in den privaten Trennungsgeschichten, die es ja manchmal gibt, sich nicht immer realisieren lässt. Aber ich glaube, dass das eine gute Überschrift dessen ist, was wir anstreben sollten, Freunde zu bleiben, vielleicht mit Ausnahme des Fußballplatzes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Brexit-Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich, die die Europäische Union für uns führen wird, werden nicht einfach. Manche kennen ja diesen Spruch, dass sozusagen es erst schwer werden wird, bevor es wieder leichter wird. Das trifft auch auf diese Verhandlungen zu. Sie werden erst schwer werden, bevor sie wieder leichter werden. So sehr der Austritt Großbritanniens aus der EU auch falsch ist, so sehr er dem Vereinigten Königreich, wie ich glaube, am Ende mehr schaden wird als uns, obwohl er uns auch schadet, darüber darf man keine Zweifel haben, so wenig Interesse haben wir aber, die Verhandlungen so zu führen, dass am Ende ein völlig zerrüttetes oder verfeindetes Verhältnis zwischen uns entsteht. Für die Bundesregierung ist allerdings klar, die wichtigste Bedingung für die Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs ist die Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten, der Zusammenhalt und die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen der Mitgliedstaaten und übrigens auch der Institutionen der Europäischen Union. Bei all dem gibt es keinen Britenrabatt. Viel Detailarbeit wird nötig sein. Und wir sollten uns deshalb den Austrittsprozess aber auch selbstbewusst und ohne Schaden für die 27 Verbleibenden bestreiten. Meine Damen und Herren, man braucht, glaube ich, klare Leitlinien dafür. Für mich gibt es 4 Aspekte, die wir berücksichtigen müssen.
Entschuldigung. Erstens werden wir immer besondere Beziehungen zum Vereinigten Königreich haben. Schon wegen der Bedeutung unserer Zusammenarbeit in der Außenpolitik, bei der Bekämpfung der Kriminalität, des Terrorismus, bei Forschung und Entwicklung und übrigens insbesondere auch bei unseren sicherheitspolitischen Aufgaben. Zweitens hat der Brexit ein großes Gefühl der Unsicherheit geschaffen für unsere Wirtschaft, aber vor allen Dingen auch für mehr als 3 Millionen EU-Bürger, die im Vereinigten Königreich leben, davon 300.000 Deutsche. Wir werden deshalb vor allen Dingen am Anfang dafür sorgen müssen, dass sie durch den Brexit möglichst keine Nachteile erleiden. Das Motto von EU-Chefverhandler Michel Barnier lautet deshalb zu Recht Citizens first, Bürgerinnen und Bürger zuerst. So wichtig die wirtschaftlichen Beziehungen sind, zuallererst muss der Rechtsstatus, müssen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger Europas in Großbritannien gesichert werden. Ebenso müssen wir die Finanzierung von EU-Programmen sicherstellen, wie zum Beispiel des Europäischen Sozialfonds oder des Investitionsplans von Kommissionspräsident Juncker. Dafür erwarten wir, dass das Vereinigte Königreich seine eingegangenen Verpflichtungen einhält. Drittens ist klar, dass eine Partnerschaft außerhalb der Europäischen Union, wie sie das Vereinigte Königreich anstrebt, zwingend weniger als eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union sein muss. Ein Freihandelsabkommen, und sei es noch so weitgehend und innovativ, ist zwangsläufig weniger handelsfreundlich als der barrierefreundliche Binnenmarkt. Wir haben es immer wieder zu Recht betont, der Binnenmarkt ist kein à la carte Menü. Seine 4 Freiheiten sind unteilbar, und hierzu gehört die Personenfreizügigkeit, die Europa ausmacht. Das hat auch London verstanden. Viertens muss unseren britischen Partnern klar sein, je enger unsere Partnerschaft sein soll, desto mehr gemeinsame Spielregeln brauchen wir. Das gilt nicht nur für gleiche Standards bei Wettbewerb, Beihilfe und Arbeitnehmerschutzregeln, sondern auch für andere Bereiche wie beispielsweise Umwelt- und Datenschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie geht es jetzt weiter? Wir müssen zunächst den Rahmen für die Verhandlungen abstecken. Das werden wir durch die Leitlinien des Europäischen Rates tun. Übrigens, der Austrittsprozess ist eine EU-only-Angelegenheit. Der sich dann anschließende Verhandlungsprozess über die Frage des zukünftigen Verhältnisses ist dann ein gemischtes Abkommen, bei dem der Deutsche Bundestag das ratifizieren muss, der Bundesrat auch. Trotzdem bin ich dafür, dass auch wenn wir bei den Austrittsverhandlungen nicht unmittelbar eine Rolle spielen, das habe ich gestern auch im Ausschuss gesagt, dass wir jedenfalls ein Interesse daran haben, eng miteinander zusammenzuarbeiten, Sie immer zu informieren und wann immer Sie es für nötig halten, auch zu Ihnen zu kommen. Auch wenn wir da kein gemischtes Abkommen haben, finde ich, ist es angemessen, den Deutschen Bundestag so eng wie möglich in diese Verhandlungen einzubeziehen. Wir werden dann eben unter den 27 Staaten ein Verhandlungsmandat beschließen und vermutlich ab Ende Mai die eigentlichen Verhandlungen beginnen. Zunächst zu den zentralen Fragen des Austritts und dann auf der Basis dessen, was den Austritt ausmachen soll, auch über ein zukünftiges Abkommen mit Großbritannien. Meine Damen und Herren, wir müssen die Impulse, die wir in Rom besprochen haben, aufnehmen und weiterdenken und umsetzen. Wir brauchen in allen Bereichen, wir brauchen nicht in allen Bereichen mehr Europa, aber in vielen Bereichen ein besseres und auch ein sozialeres Europa, das sein Wohlfahrtsversprechen ebenso einlöst wie das Versprechen auf Frieden, Sicherheit der Grenzen und Schutz seiner Bevölkerung. Ein Europa, in dem alle nach ihren Kräften mitmachen können. Ein Europa der Solidarität und des Miteinanders und ein Europa, an dem nicht einige große Länder für alle anderen reden, sondern in dem wir alle gleich viel wert sind und uns auf Augenhöhe begegnen, das aber auch gemeinsam handelt und sich nicht durch andere spalten lässt. Und um es offen zu sagen, meine größte Sorge ist, dass dieses Auseinanderdividieren Europas bereits angefangen hat. Und ich finde es lobenswert und schmeichelt uns auch, wenn aus China, aus den USA und aus Russland immer mit Deutschland verhandelt werden soll. Aber daran gibt es auch eine Gefahr. Das ist eine Falle, in die wir nicht gehen dürfen. Wir müssen immer klar machen, ja, wir reden gerne und wir haben auch einen Stabilitätsauftrag, Verantwortung für Europa, aber am Ende reicht es nicht, mit Deutschland zu reden. Sondern alle sind hier gleich viel wert. Europa besteht aus viel mehr kleinen als aus großen Staaten. Und deswegen wollen wir niemanden
dazu veranlassen, den Eindruck zu haben, er werde ausgegrenzt. So wichtig selbst das deutsch-französische Tandem ist, am Ende ist es nicht genug. Gerade die kleineren Mitgliedstaaten müssen wissen, dass wir sie als gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe sehen und dass wir dafür sorgen wollen, dass alle anderen aus anderen Teilen der Welt am Ende mit Europa verhandeln und nicht nur mit Teilen von Europa. Ich glaube, dass das von großer Bedeutung ist. Für dieses Europa, meine letzte Bemerkung, brauchen wir vielleicht ein bisschen Mut, keine Frage. Aber ich habe vor ein paar Wochen in diesem Uhrensaal gestanden im französischen Außenministerium, in dem der Robert Schuman seine Rede gehalten hat. Da habe ich gedacht, mein Gott, was müssen das für mutige Frauen und Männer gewesen sein? So kurz nach, das war ja noch nicht lange her, nach dem Zweiten Weltkrieg, laden die Deutschland ein, an den Tisch der zivilisierten Völker Europas zu kommen. Das Land, das vorher brandschatzend und mordend durch Europa gezogen ist. Ich glaube nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger in Luxemburg, in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien, in Italien und anderswo damals nur Beifall geklatscht haben dafür, dass ihre politischen Führerinnen und Führer gesagt haben, komm, wir laden die Deutschen ein. Ich glaube, es wird viel Kritik gegeben haben. Trotzdem hatten die den Mut, das durchzuhalten. Ich glaube, dass wir heute auch Mut brauchen, aber ich vermute nicht so viel Mut, wie die damals gebraucht haben. Wenn man sieht, was geht, wenn man weiß, wo man hin will, finde ich, dann kann man den Mut aufbringen und dann muss uns um Europa nicht bange sein. Vielen Dank. Die Rede von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hier in der Debatte zum anstehenden EU-Austritt Großbritanniens. Es wird für Großbritannien wirtschaftlich schlecht, aber auch Europa wird einen Preis bezahlen, hat er gesagt. Nach ihm jetzt Dieter Dehm für die Linksfraktion. Dennoch, Brexit war auch das Krisenmanagement der Kanzlerin. Obwohl, ich habe bei Ihnen, Herr Bundesminister, neue Töne gehört, aber wie lange wurden linke Kritiker an den nicht sozialen Strukturen der EU als antieuropäisch oder europafeindlich verleumdet? Wir haben immer gesagt, diese im Kern kapitalbesessene EU spaltet Europa. Und Herr Bundesminister, lassen Sie uns doch dann gemeinsam die Sozialfortschrittsklausel auf den Weg bringen, wie Sie, der DGB und die SPD-Arbeitnehmerschaft und die Linke immer gefordert hat. Und ich sage Ihnen, mit Sozialstaatlichkeit wäre dieser Brexit nie und nimmer gekommen. Auch in Italien, nie und nimmer. Auch in Italien, Niederlanden, Spanien, Griechenland, Dänemark und Frankreich wäre die EU kein Projekt auf Abruf. Und ein vereinigtes Europa könnte durchaus Herzenssache für die arbeitenden Menschen werden, vor allem derer, die Angst vorm armen Alter haben. Für die aber wurde die EU zu einem Moloch, der über Marktfreiheiten und Finanzplätze wacht, für RWE, Deutsche Bank, Daimler, Monsanto, Bayer und all die Superreichen bei uns und im Königreich. Seit 10 Jahren werden Arbeitende vom Europäischen Gerichtshof belehrt, dass es absolut vertragskonform sei, wenn Konzerne sie in ein anderes Land entsenden, aber nach den schlechteren Bedingungen des Heimatlands entlohnen. Jahrelang verhinderten Cameron und Schäuble Arm in Arm, dass die EU für Kapitalverkehrskontrollen und gegen Steuerdumping und Hinterziehung ermächtigt würde, siehe Panama Papers. Auch St. Martin Schulz hat in dieser Zeit in Brüssel nicht nur Radieschen gezüchtet. Zuckerbanken aber werden über Nacht mit Steuermilliarden gerettet, während in Großbritannien, Südeuropa, aber auch in Deutschland Vollzeitarbeitsplätze und Tarifschutz abgebaut wurden. Die Hunderttausende von Demonstranten gegen die Freihandelspläne TTIP und TISA haben sie anfänglich nur ausgelacht. Aber der eigentliche Witz ist, dass der Kanzlerin nun mit Großbritannien ausgerechnet der neoliberale Mitstreiter gegen soziale Rechte von der Fahne geht, mit dem sie dem guten Europa diese kranke und viel zu deutsche EU aufgepresst haben. Sie feiern sich, ja, wir wollen ein europäisches Deutschland, keine deutsche EU. Sie feiern sich zum 60. Jahrestag der römischen Verträge, sagen nicht ein Wort zur Krisenanalyse, nichts zu den Ängsten vor Krieg mit Russland und nichts zu den sozialen Sorgen und Lohn- und Renteneinbußen. Nun, per
EU-Verteidigungsunion gemeinsam Waffen kaufen zu dürfen, wird die EU-Begeisterung auch nicht in die Höhe treiben. Und dann soll für Trump auch noch der NATO-Kriegsetat auf 2% erhöht werden. Wahnsinn. Jetzt wollen die einen den weiteren Marktzugang zementieren, aber dafür kleinere Mitgliedstaaten übergehen. Die anderen wollen einen harten Brexit als Strafexpedition. Beides wird aber nicht die Kapitalbesessenen treffen, sondern die Arbeiterklasse und dort Feindseligkeit mehren. Und davon haben wir nicht zu wenig. Nötig aber ist kein Säbelrasseln, um den Bundespräsidenten an dieser Stelle mal abzuwandeln, sondern ein feineres, ein soziales Skalpell beim Brexit. London darf sich auch nicht seinen Verpflichtungen entziehen, weder bei der Überwindung des Nord-Süd-Gefälles noch bei den UN-Umweltzielen. Im Norden Irlands darf auch keine undurchlässige EU-Außengrenze entstehen, damit der Frieden dort um Gottes Willen nicht zerbricht. Was im Karfreitagsabkommen vereinbart wurde, muss auch nach dem Brexit gelten. Verwöhnt von Rabatten, von Sonderklauseln und Opt-outs dürfte die City, also die Börse in London, den Brexit für einen noch gewerkschaftsfeindlicheren Kurs nutzen wollen. Dagegen hilft nur Wachsamkeit und internationale Solidarität. Rechte Scharfmacher, denen der neoliberale Kampf gegen Löhne und soziale Rechte noch nicht weit genug geht, wie UKIP und AfD mit Alexander Gauland, einem alten Frankfurter Elitepartner der Deutschen Bank, rufen nach EU-Austritt. Aber Sie von der Bundesregierung haben denen ja über lange Zeit die Hasen in die Küche getrieben. Denn wer Marktextreme nicht bändigt, produziert Rechtsextreme. Nur wer beide stoppt, hilft Europa auf die Beine, neu laufen lernen. Dazu ruft die Linke auf. Dieter Dehm war das und seine Kritik an der Europapolitik, die er neoliberal genannt hat. Und das Ergebnis sei eben der Brexit. Nach ihm jetzt Ralf Brinkhaus, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Dr. Dehm, lieber Kollege, es sind leider auch einige üble Linksextreme produziert worden. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Meine Damen und Herren, gestern hat die britische Premierministerin die Scheidungsdokumente in Brüssel eingereicht. Und das war ein ganz schlechter Tag für die Europäische Union. Das war übrigens nicht nur ein schlechter Tag für die Europäische Union, das war auch ein schlechter Tag für Deutschland. Deswegen ein schlechter Tag für Deutschland, weil uns so unglaublich viel mit dem Vereinigten Königreich verbindet. Wir haben ganz, ganz viele wunderbare persönliche Beziehungen. Wir haben kulturelle Beziehungen. Wir haben unglaublich viele Städtepartnerschaften. Wir arbeiten sehr gut zusammen im Bereich Wissenschaft und Forschung. Das Vereinigte Königreich ist ein unverzichtbarer Partner im Bereich Sicherheit und Terrorbekämpfung. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz viele wirtschaftliche Beziehungen. Das Vereinigte Königreich ist eine der größten Volkswirtschaften in Europa und somit ein ganz wichtiger Partner für uns. Es war aber auch deswegen ein schlechter Tag für Deutschland, weil das Vereinigte Königreich in ganz, ganz vielen Punkten mit uns einer Meinung waren, weil wir Partner am Brüsseler Verhandlungstisch waren, weil wir über viele, viele Dinge gleich gedacht haben. Und es war nicht zuletzt deswegen ein schlechter Tag auch für Deutschland, weil wir dem Vereinigten Königreich so unendlich viel zu verdanken haben. Die Demokratie, die Pressefreiheit und viele, viele andere Dinge, die wir heute wertschätzen, sind nach dem Zweiten Weltkrieg von unseren britischen Freunden hier mitentwickelt worden. Und deswegen, meine Damen und Herren, weil die Verbindungen so eng sind, weil das so eine wichtige Beziehung ist, sollten wir die Verhandlungen, die wir jetzt führen, nicht mit Zorn und Wut, sondern mit gegenseitigem Respekt führen. Gegenseitiger Respekt, das sind wir unseren britischen Freunden schuldig. Und das bedeutet, dass wir miteinander zunächst einmal fair umgehen. Und fair umgehen, das bedeutet, dass wir respektieren, egal wie die Kampagne dort auch verlaufen ist, dass es eine demokratische Entscheidung in Großbritannien war. Das haben wir zu akzeptieren. Und zu Fairness gehört auch dazu, dass wir anerkennen sollten, dass in dem Austrittsschreiben gestern von Theresa May ausdrücklich drin stand, dass sich diese Entscheidung nicht gegen Europa richtet und dass in diesem Schreiben auf jegliche Schärfe verzichtet worden ist. Auch das gilt es, meine Damen und Herren,
anzuerkennen. Und ich glaube, wir sollten uns bei diesem Verhandlungsprozess noch etwas vor Augen führen. Mit welchem Langmut und welcher Geduld haben wir mit einigen unserer europäischen Partner Verhandlungen geführt? Großbritannien war immer ein harter Partner bei den Verhandlungen, aber eins ist auch richtig. Das Vereinigte Königreich hat keine Verträge gebrochen. Das Vereinigte Königreich hat Zusagen eingehalten. Das Vereinigte Königreich hat nicht mit falschen Zahlen operiert. Und ich denke mal, auch das sollten wir uns vor Augen halten. Und deswegen geht es in einem fairen Verhandlungsprozess nicht darum, das Vereinigte Königreich zu bestrafen, sondern es geht darum, das Beste für uns alle zu erzielen. Wenn es aber so ist, dass die Briten, dass das Vereinigte Königreich unsere Freunde sind, dann kann man auch eins sagen, unter Freunden kann man offen sein. Und wir sollten auch offen und klar sein. Und ich bin dankbar, dass der Außenminister gerade das ein oder andere auch klargestellt hat. Denn zur Offenheit gehört auch das dazu, was die Bundeskanzlerin angesichts der Brexit-Debatte letztes Jahr hier im Juni gesagt hat. Es wird kein Rosinenpicken geben. Es kann nicht sein, dass man von allen Vorteilen der Union partizipiert, aber nicht bereit ist, die Lasten der Union zu tragen. Und offen bedeutet auch, dass wir ganz klar feststellen müssen, wenn die Briten einen freien Zugang zu den Kapitalmärkten, zu den Dienstleistungs- und zu den Gütermärkten haben wollen, dann müssen sie dafür eine Gegenleistung erbringen. Und zu dieser Gegenleistung gehört auch dazu, dass die Bewegungsfreiheit und die Niederlassungsfreiheit der EU-Bürger im Vereinigten Königreich verhandelt werden müssen. Das sind wir auch insbesondere unseren osteuropäischen Partnern schuldig, und da werden wir uns auch nicht auseinanderdividieren lassen. Zur Offenheit, meine Damen und Herren, gehört auch dazu, dass wir der City in London, Herr Kollege Dehm, Sie hatten sie angesprochen, sagen, dass wir es nicht akzeptieren können, dass die wesentlichen Finanzrisiken der Europäischen Union und der Eurozone außerhalb der Regulierung der Europäischen und Eurozone gemanagt werden können. Das ist ganz, ganz wichtig. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele von Ihnen haben ja Gespräche mit den Vertretern der City geführt. Und da ist ja auch eine gewisse Überheblichkeit zu spüren gewesen, so nach dem Motto, ihr seid auf uns angewiesen. Wir sind diejenigen, die eure Realwirtschaft mit Liquidität versorgen. Das an dieser Stelle auch ganz klar zu sagen. Ein Hard Brexit würde uns vor das ein oder andere Problem stellen. Aber wir werden uns nicht unter Druck setzen lassen. Und wenn man sich anschaut, was momentan teilweise durch britische Medien kolportiert wird, wir müssen hart kämpfen, wir sind in einer guten Position. Das ist nicht die Grundlage für eine gute Verhandlung. Es geht um Gemeinsamkeit, es geht um ein gemeinsames Ziel, dass wir beide gesichtswahrend da rauskommen. Dementsprechend die ganz klare Adresse auch an die Freunde im Vereinigten Königreich: unter Druck setzen, das bringt gar nicht. Und meine Damen und Herren, eins ist auch wichtig in diesen Verhandlungen. Das Vereinigte Königreich muss zu seinen finanziellen Verpflichtungen stehen. Und das sollten wir besser am Anfang des Verhandlungsprozesses klären und nicht am Ende. Und sehr geehrter Minister Gabriel, ich bin auch froh, dass Sie eins adressiert haben, was auch ganz wichtig ist. Es verhandeln 27 gegen 1. Wir werden es nicht zulassen, dass irgendjemand einen Keil zwischen uns treibt. Und bilaterale Verhandlungen wird es nicht geben. Auch das muss klar unter Freunden gesagt werden. Und ich glaube, wenn wir das machen, fair auf der einen Seite verhandeln, aber klar unsere Linien definieren, dann kommen wir auch zu einem guten Ergebnis. Und meine Damen und Herren, dieses gute Ergebnis ist auch notwendig. Wir sehen mit großer Sorge, was in Großbritannien passiert. Das Land hat sich durch diese Abstimmung gespalten. Jung gegen alt. Katholische Nordiren gegen protestantische Nordiren, Schotten gegen Engländer. Das ist nicht gut. Das schottische Parlament möchte das Referendum zur Unabhängigkeit wieder aufleben lassen. Da hat der ein oder andere hier in Deutschland Schadenfreude. Die ist nicht angebracht. Und mit ganz, ganz großer Sorge schaue ich nach Irland. Irland ist wirtschaftlich sowohl von der Europäischen Union als auch vom Vereinigten Königreich abhängig. Und das muss sich in den Verhandlungen niederschlagen. Und die Adresse an unsere irische Freunde ist ganz klar. Wir werden da an eurer Seite stehen. Und Herr Dehm hat gerade nicht ganz viele richtige Dinge gesagt, aber ich bin froh, dass Sie eine Sache angesprochen haben, neben Nordirland. Dieses Referendum gefährdet das Karfreitagsabkommen und den ganz, ganz brüchigen Frieden in Nordirland. Wir alle wissen, wie dünn das Eis dort ist. Und wir alle stehen in der Verantwortung, dass dieser Friedensprozess jetzt nicht durch diese Verhandlungen, die wir führen, scheitert. In Nordirland sind schon viel zu viele Menschen für nichts gestorben. Auch das gehört zur Wahrheit dazu.
müssen uns natürlich auch Sorgen machen um die wirtschaftliche Verfasstheit. Da gibt es Leute, die sagen, na ja, sind die selber schuld, wenn die kein Wachstum mehr haben? Sind die selber schuld, wenn das alles nicht mehr so läuft? Wir haben nichts davon, wenn es dem Vereinigten Königreich wirtschaftlich schlecht geht. Wir haben was davon, wenn es den Menschen dort gut geht, um der Menschen willen, aber auch unserer Wirtschaft willen. Und deswegen sollten wir daran arbeiten, dass wir auch dort ein gutes Ergebnis erzielen. Meine Damen und Herren, das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, und das hatten Sie in Ihrer Rede auch angesprochen, das hatten wir auch letztes Jahr im Juni schon gesagt, wir müssen uns natürlich fragen, warum ist das alles so gekommen? Und wir müssen uns natürlich auch in Frage stellen mit all dem, was wir in Europa gemacht haben. Sind die europäischen Institutionen, sind die europäischen Regeln und sind auch die handelnden Personen auf europäischer Ebene geeignet, dieses Europa wirklich optimistisch und zuversichtlich in das 21. Jahrhundert zu führen, in das nächste Jahrzehnt zu führen? Oder müssen wir da eine ganze Menge in Frage stellen? Das kann man natürlich so machen, wie es in Ihrer Rede angeklungen ist und gesagt haben, wir brauchen jetzt noch mehr Geld, was wir dort reinstrecken, und wir müssen noch tiefer integrieren. Ich würde vielleicht auch noch mal einen anderen Punkt zur Diskussion stellen, nämlich, dass wir das Geld, was dort da ist, besser ausgeben und dass wir vor allen Dingen eins machen, dass wir die Institutionen verbessern, dass wir die Regeln verbessern und vor allen Dingen auch darauf achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Aber nichtsdestotrotz muss es auch so sein, dass Europa immer eine emotionale Frage ist. Und bei allem Respekt vor den Menschen, die sich unglaubliche Verdienste um Europa erworben haben. Vielleicht ist es jetzt am Zeitpunkt, dass die Geschichte von Europa nicht mehr von übernächtigten Politikern in Brüssel, von grauen Beamtengesichtern erzählt wird, sondern dass die Geschichte von Europa erzählt wird, zum Beispiel von meinem Studienfreund, der durch das Erasmus-Programm seine Frau in Schweden kennengelernt hat und mit ihr zusammenlebt, der Tischler in meinem Wahlkreis, der seine Küchen jetzt auch in Großbritannien, in Frankreich und Spanien verkaufen kann und dadurch einen sicheren Arbeitsplatz hat, und dass die Geschichte von Europa vielleicht auch von denjenigen erzählt wird, die sich auch daran erinnern, wie es war, als hier Krieg und Vertreibung gewesen sind, und die es wertzuschätzen wissen, was Frieden für diesen Kontinent bedeutet. Und ich glaube, wenn wir diese Geschichte Europa emotional erzählen und wenn wir die Vorteile klar machen, dann wird nicht noch mal das passieren, was in Großbritannien passiert ist, sondern dann werden die Völker in Europa sagen, die Europäische Union ist eine gute Sache und wir wollen dabei sein und wir wollen nicht daraus. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Brinkhaus. Ralf Brinkhaus war das, der hier unter anderem aufgezählt hat, welche Probleme auf die verschiedenen Verhandlungspartner zukommen, und auch noch mal über Europa gesprochen hat. Nach ihm jetzt Cem Özdemir, Bündnis 90, die Grünen, seine Fraktion. Das sehen wir hier jetzt vielleicht gleich im Ball. Ist wirklich in Fraktionsstärke angekommen. Austrittsgesuch in Brüssel eingereicht. Damit steht die Europäische Union vor der größten Belastungsprobe seiner Geschichte. Erstmals dreht sich das Rad der europäischen Integration nicht vorwärts, sondern leider rückwärts. Und so schwer es auch fällt, wir müssen die Entscheidung Großbritanniens respektieren. Darauf hat Bundesaußenminister Gabriel hingewiesen, darauf haben alle Redner bis jetzt hingewiesen, denn es war eine demokratische Entscheidung, ohne jeden Zweifel. Das heißt aber auch, dass wir den Blick nach vorne richten müssen, denn die wichtigste Botschaft heute ist, einer geht, aber 27 andere bleiben in der Europäischen Union, und um die müssen wir uns jetzt gemeinsam kümmern. Und der Tag 1 des Brexit-Countdowns sollte für uns alle auch der Tag 1 sein, um an einer Stärken einer geschlossenen Europäischen Union der 27 zu arbeiten. Das oberste Verhandlungsziel mit London, ich bin froh, dass der Bundesaußenminister das so klar gesagt hat, muss es auch sein, ein starkes Europa zu haben. Und damit meine ich eine Europäische Union, die fest zusammenhält, eine EU, die sich fit macht für die Zukunft, die so attraktiv bleibt, dass künftig niemand mehr Antrag auf Austritt aus der Europäischen Union stellen möchte. Das können wir nur erreichen durch ein Mehr an Transparenz, durch ein Mehr an Bürgernähe in Brüssel, aber eben auch mit Investitionen in die Zukunft Europas, in Strukturreformen, die dringend anstehen. Wir von Bündnis 90 Die Grünen bezeichnen das als ein Green New Deal. Wir wollen nicht einfach Investitionen um der Investitionen willen. Wir brauchen sicherlich nicht mehr Autobahnen im Süden Europas. Wir brauchen nicht mehr Hochhäuser an den Küsten Europas. Aber was wir brauchen, ist Breitband in der gesamten Europäischen Union. Was wir brauchen, sind die besten Hochschulen in der Europäischen Union.
Was wir brauchen, das ist eine konkurrenzfähige Wirtschaft in der Europäischen Union. Und die wird es nur geben, wenn die Lebensverhältnisse in der gesamten Europäischen Union so sind, dass alle wissen, Europa lohnt sich, Europa ist gut für die Bürger und das darf uns ruhig was wert sein. Aber ich will mich auch an den Kollegen Dehm wenden, weil ich habe das auch mit Bedauern gehört, dass die Kollegen der Linkspartei leider auch immer wieder in dieses nationale Horn stoßen. Was war denn der Grund dafür, dass die britische Wirtschaft heute so dasteht, wie sie dasteht? Es war doch nicht die Europäische Union, die gesagt hat, ihr müsst euch deindustrialisieren. Es war die Entscheidung der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, die einseitig auf den Finanzstandort London gesetzt hat. Man muss zur Ehrlichkeit dazu sagen, die sozialdemokratischen Nachfolger haben es auch nicht viel anders gemacht. Das war doch der Grund, warum Großbritannien so dasteht, wie es dasteht. Diese Politik, dass man die Verantwortung für nationales Versagen immer in Brüssel ablehnt, das muss endlich mal ein Ende haben. Und an die Kollegen der Linkspartei gerichtet, nicht an alle, aber an manche gerichtet, will ich schon sagen, also der Linkspopulismus gegen Europa ist mir nicht sympathischer wie der Rechtspopulismus gegen Europa. Wir brauchen gar keinen Populismus gegen Europa, sondern wir brauchen endlich Mut, Ehrlichkeit und die Bereitschaft für Europa, sich einzusetzen. Ich finde, wir müssen deutlich machen, dass wir das Mandat nicht aus der Hand geben. Und ich bin froh, dass alle Rednerinnen bis jetzt und Redner deutlich gemacht haben, dass es dabei auch um die vier Grundfreiheiten geht. Das heißt, der freie Verkehr für Personen, für Waren, für Dienstleistungen und für Kapital, den gibt es eben nur im Paket. Es kann nicht sein, dass man sich das rauspickt, was man gerne hätte, und auf den Rest verzichtet. So haben wir nicht gewettet in der Europäischen Union. Und deshalb muss die Bundesregierung dafür sorgen, dass am Ende drei Dinge Bestand haben. Der Zusammenhalt der Europäischen Union, die Integrität des Binnenmarktes und die Einheitlichkeit des Europarechts stehen nicht zur Verhandlung. Das gibt es nur im Paket und das werden wir entsprechend erhalten. Und es muss auch klar sein, ich glaube, wir müssen auch deutlich machen, was passiert, wenn man sich für den Exit entscheidet. Der erste Staatsgast, den US-Präsident Trump empfangen hat, war bezeichnenderweise Theresa May. Jeder, der in Europa mit Exit-Fantasien rumläuft, sollte sich gut überlegen, wer einen dann erwartet und was einen dann erwartet. Und auf der anderen Seite muss einem auch klar sein, wenn ich als Mitglied der Europäischen Union ins Weiße Haus gehe, wenn ich als Mitglied der Europäischen Union nach China gehe, dann vertrete ich den größten Binnenmarkt der Welt. Dann habe ich doch viel mehr zu sagen, wie wenn ich als Einzelner hingehe. Deshalb bin ich froh, wenn wir hier als Konsens haben. Wir verhandeln nicht nur als Deutschland, wenn wir irgendwo hingehen, sondern wir sind immer auch als Europäer unterwegs. Und wenn es alle so machen in Europa, dann schaffen wir auch gemeinsam mehr. Ich will das auch noch mal sagen, dass es natürlich jetzt nicht darum geht, verbrannte Erde zu hinterlassen. Wir brauchen freundschaftliche Beziehungen zu Großbritannien. Ich habe bei der Aufzählung, haben Sie ja vieles aufgezählt, was wir von den Briten gelernt haben, sei es die parlamentarische Demokratie, sei es andere Dinge, wo Sie heute auch noch mit uns eng zusammenarbeiten. Ich hätte mir noch den britischen Humor gewünscht. Da hätten wir als Deutsche ja auch ein bisschen was mit Monty Python und so weiter, was uns durchaus gut tut in der Europäischen Union und insbesondere in Deutschland, meine Damen und Herren. Wir werden zusammenarbeiten in vielen Feldern. Aber es ist auch klar, der entscheidende Unterschied ist jetzt auch klar. Die EU der 27, wir haben uns dafür entschieden, zusammen unsere Interessen zu vertreten. London kämpft ab jetzt alleine. Wir schauen nach vorne und wir sind uns hoffentlich einig darin, dass die globalen Herausforderungen von der Bekämpfung des Terrorismus bis zum Klimawandel, dass die ein Land alleine nicht bewältigen kann. Wir sind stärker, wenn wir als Europäische Union uns zusammentun, auch bei der Bekämpfung von Fluchtursachen, auch beim Thema, dass wir die Welt in einen Zustand verwandeln wollen, dass die Menschen dort, wo sie leben, menschenwürdig leben können. Das kann keiner allein. Aber als 27 machen wir da einen Unterschied, wenn wir uns da zusammentun, meine Kolleginnen und Kollegen. Ich will auch noch mal auf einen Punkt eingehen, der immer wieder in Großbritannien genannt wurde, nämlich das Thema Migration.
Ich will daran erinnern, dass die Freizügigkeit damals, als 2004 die osteuropäischen Länder Mitglied der Europäischen Union geworden sind, durch die Bundesrepublik Deutschland damals für 7 Jahre ausgesetzt wurde. Die Briten sind einen anderen Weg gegangen damals, ganz bewusst. Viele vergessen das heute. Es spielte in der Debatte eine wichtige Rolle. Aber zur Ehrlichkeit würde auch dazugehören, dass die britische Wirtschaft nicht gerade unerheblich profitiert hat von den Menschen aus Polen, von den Menschen aus Osteuropa. Und sie jetzt wie den letzten Dreck zu behandeln, das ist auch nicht sehr anständig. Das macht man nicht. Das hat mit der Art von britischer Kultur, wie wir sie kennen und wie wir sie schätzen, nicht sehr viel zu tun. Deshalb, glaube ich, wird auch sehr viel darauf ankommen, dass wir jetzt deutlich machen, dass die Menschen, die aus Großbritannien bei uns in der Bundesrepublik Deutschland leben, die innerhalb der Europäischen Union, der restlichen 27 leben, dass sie uns willkommen sind, dass sie Teil Europas sind. Und wir sollten es ihnen leichter machen, Bürger unseres Landes, deutsche Staatsbürger und damit auch Unionsbürger zu sein. Es wäre doch schön, wenn wir da jetzt eine Initiative gemeinsam starten könnten und deutlich machen, für uns sind Briten, die bei uns leben, in Kontinentaleuropa, hier arbeiten, hier ihre Steuern zahlen, herzlich willkommen. Sie sind Europäer, sie bleiben Europäer und wir werden sie einbürgern in unser Land. Für uns gehören sie dazu. Aber dazu gehört auch, dass wir uns um die 1 Million Menschen kümmern müssen, die in Großbritannien leben und EU-Bürger sind, die sich gerade große Sorgen machen, was mit ihnen passieren wird, die Angst haben, was ist mit ihrem Status. Wir haben von Leuten gehört, deutsche Staatsbürger, von denen man verlangt, dass sie in den letzten Jahrzehnten ihre Ein- und Ausreise nachweisen müssen, als Beleg dafür, dass sie dort die Staatsbürgerschaft bekommen. Das kann nicht angehen. Darum bitte ich Sie, dass Sie bei den Verhandlungen auch die Situation der EU-Bürger in Großbritannien mitbehandeln. Auch um die müssen wir uns jetzt kümmern. Es kann nicht sein, dass jetzt innerhalb Europas, nicht der Europäischen Union, aber Europas, neue Grenzen errichtet werden, wo wir doch gerade dabei sind, die alten abzureißen. Meine Damen, meine Herren, ein starkes Europa ist Zukunft. Ein starkes Europa ist das beste Erbe, das wir unseren Kindern, das wir unseren Enkeln mitgeben können. Verhalten wir uns auch entsprechend so. Herzlichen Dank. Cem Özdemir war das, Bündnis 90, die Grünen. London kämpft von jetzt alleine, hat er gesagt, und will trotzdem partnerschaftliche Verhältnisse, Beziehungen zu Großbritannien behalten. Nächster Redner ist jetzt Detlef Seif für die CDU-CSU-Fraktion. Dankeschön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die britische Premierministerin Theresa May hat gestern in ihrer Rede vor dem Unterhaus betont, dass sie einen klaren und ehrgeizigen Plan für die Verhandlungen haben. Eine Partnerschaft, die auf Zusammenarbeit basiert, eine Partnerschaft, die für Europa, Großbritannien und die Welt am besten ist. Denn genau jetzt brauche die Welt vielleicht mehr als je zuvor die liberalen und demokratischen Werte Europas, Werte, die auch das Vereinigte Königreich teilt. Kein bestehendes Modell außerhalb der Europäischen Union kann auch nur annähernd dieselben Vorteile und denselben Einfluss wie die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union bereitstellen. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, wer diese Feststellung in dieser Form getroffen hat? Das war niemand anders als die britische Regierung selbst in einem Report von März 2016. Stellt man nur auf die wirtschaftliche Seite ab, und hier legen ja die Briten ganz, ganz großen Wert, so steht fest, dass das Durchschnittseinkommen mutmaßlich bis zu 2,6% schrumpfen wird. Bei dem Bruttoinlandsprodukt geht man sogar von einem Rückgang von bis zu 55 Milliarden Pfund aus. Zurzeit reden sich in Großbritannien noch einige oder vielleicht sogar viele froh. Die vorhergesagten wirtschaftlichen Nachteile nach dem Brexit-Referendum sind bekanntlich nicht eingetreten. Das ist richtig. Aber Großbritannien ist ja noch Mitglied der Europäischen Union, bei vollem Zugang zum Binnenmarkt. Und auf der anderen Seite ist das Pfund Sterling gefallen, sodass eine deutliche
Nachfrage vom Ausland hinzugetreten ist, dann ist es kein Wunder, dass wir zurzeit keine deutlichen wirtschaftlichen Nachteile sehen. Zukünftig mag sein, dass einige protektionistische Maßnahmen der Briten auch im einen oder anderen Wirtschaftsbereich vielleicht sogar Vorteile für das Land bieten. Aber in einer Zeit, in der der internationale Wettbewerb von Tag zu Tag immer wichtiger wird und neue globale Wirtschaftsbündnisse entstehen, ist das, was die Briten auf den Weg gebracht haben, mehr als fahrlässig. Und ich bin der Meinung, es wird auch Zeit, dass die britische Regierung ihren Bürgern endlich mal reinen Wein einschenkt. Wohlklingende Sätze wie: Wir werden ein wahrhaft globales Großbritannien. Wir bekommen unsere eigene Souveränität zurück. Wir machen aus dem Brexit einen Erfolg. Jedem wird es nach dem Brexit besser gehen. Sind nicht nur fromme Wünsche, sondern auch leere Phrasen, die durch nichts belegt sind und eigentlich genau das Gegenteil von dem aussagen, was alle Wirtschaftsexperten vorhersehen. May wiederholt in ihrem Brief immer wieder, ich habe es nicht gezählt, aber an vielen Passagen tauchen diese Wörter auf. Sie strebt eine neue und tiefe Partnerschaft mit der Europäischen Union an, und zwar in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit. Wenn man aber genau hinguckt, dann lässt der Brief den zwingenden Schluss zu, dass Großbritannien eine Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit nur verfolgt und dem Ganzen auch nur zustimmen wird, wenn wir im Bereich der Wirtschaft ein Abkommen finden. Das ist ein äußerst primitiver Erpressungsversuch. Und ein derartiges Vorgehen, meine Damen und Herren, in der aktuellen Sicherheitslage, gerade bei der Terrorerfahrung Großbritanniens, man kann kein Verständnis dafür haben, und das wird auch nicht die britische Bevölkerung haben, dass man nicht jede Möglichkeit nutzt, hier die Sicherheit zu stärken und gegen Terrorismus und gegen sonstige Schwerverbrecher intensiv und möglichst effektiv zu arbeiten. An anderer Stelle betont May, und ich glaube, da sind wir auch alle auf ihrer Seite, wenn sie es denn ernst meint, über die Rechte der Briten in den anderen EU-Mitgliedstaaten und von EU-Bürgern in Großbritannien müssen wir möglichst früh eine Vereinbarung treffen. Die aktuelle Situation ist für die Betroffenen sehr, sehr anstrengend, teilweise bis zum Grad gesundheitlicher Beeinträchtigung. Menschen dürfen an dieser Stelle nicht zur Verhandlungsmasse werden. Wenn wir der Meinung sind, wir teilen gemeinsame Werte und die Menschen stehen im Mittelpunkt, dann müssen wir alle ein Interesse haben, hier möglichst frühzeitig ein Ergebnis zu erzielen, eine Vereinbarung, damit die Betroffenen auch wissen, dass sie in den jeweiligen Ländern bleiben können und dass sie sich auf uns verlassen können. Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien werden beginnen, sobald die Leitlinien stehen und das Verhandlungsmandat erteilt ist. Niemand weiß den genauen Zeitpunkt, aber wir gehen mal so von Juni bis Juli aus. Und wir können davon ausgehen, dass die britische Regierung nicht soft verhandeln wird. Sie wird, und das ist legitim, jede Gelegenheit nutzen, um ihre Position zu verstärken. Wir müssen darauf achten, dass die Verhandlungsposition der Europäischen Union stark ist und stark bleibt. Ich empfand das als sehr vorbildlich, und das hat auch bereits Stärke bewiesen, dass weder EU-Institutionen noch Mitgliedstaaten im Vorfeld Vorverhandlungen aufgenommen haben. Je geschlossener wir auftreten, umso größer ist die Schlagkraft. Es ist sehr wichtig, dass die Verhandlungsführung alleine bei der EU-Kommission, alleine bei Michel Barnier liegen wird. In diesen Tagen wird viel darüber gesprochen, dass man Großbritannien in den Verhandlungen zeigen müsse, dass sich ein Austritt nicht lohne. Es dürften auch keine Anreize für andere Länder geschaffen werden. Aber, meine Damen und Herren, das Land hat sich durch die Brexit-Entscheidung bereits selbst bestraft und ins Abseits gestellt. Bereits dies ist das abschreckende Beispiel, das anderen Mitgliedstaaten den Appetit auf einen Exit völlig verdirbt. Mit Großbritannien werden wir auch zukünftig freundschaftlich verbunden sein.
Deshalb dürfen wir Großbritannien auch nicht schlechter behandeln als jedes Land, das mit der EU eine Zusammenarbeit anstrebt. Und es gibt sie noch, die Britenhasser, die Großbritannien schnell und schmerzhaft aus der EU rausschmeißen wollen. Glaubt denn jemand, dass François Hollande seine Meinung geändert hat, der nach dem Referendum davon sprach, ich will britisches Blut sehen? Auf der anderen Seite dürfen wir Großbritannien aber auch keine Zugeständnisse machen, die wir anderen Nicht-EU-Ländern auch nicht zubilligen. Beispiel: Mit der Schweiz hat die EU viele, viele bilaterale Abkommen geschlossen. Obwohl die Schweiz sich zur Übernahme der Arbeitnehmerfreizügigkeit verpflichtet hat, ist sie im Banken- und Dienstleistungsbereich leider nur zu ca. 20% beteiligt und hat hier keinen vollen Zugang. Wie soll es da möglich sein, dem Vereinigten Königreich den vollen Zugang zum Banken- und Dienstleistungsbereich zu geben, wenn es das europäische Recht und die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nicht akzeptieren will? Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, viel Arbeit liegt vor uns. Viele Fragen sind zu klären. Ein großer gordischer Knoten ist zu lösen. Wenn alle ein echtes Interesse an einer guten und engen Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union haben, bin ich von einem positiven Ausgang der Verhandlungen überzeugt. Vielen Dank. Detlef Seif war das für die CDU-CSU-Fraktion. Er will einen Erpressungsversuch von Seiten Großbritanniens ausgemacht haben. Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen nur bei guten wirtschaftlichen Bedingungen. Nach ihm jetzt Alexander Ulrich für die Linksfraktion. Den Einwurf, weil Sie ja auch uns angesprochen haben. Man muss in Europa schon mit sehr verschlossenen Augen unterwegs sein, wenn man die riesigen sozialen Verwerfungen nicht erkennt und das dann als Linkspopulismus hier auch noch darstellt. Wir haben in Europa riesige soziale Probleme, nicht nur in Großbritannien, in vielen anderen Ländern. Und das ist auch die Grundlage, warum sich die Menschen von Europa abwenden. In der Analyse war ja das, was der Außenminister heute gesagt hat, dann auch schon Linkspopulismus. Denn er hat diese Themen sehr eindeutig angesprochen, wo wir auch mal dankbar dafür sind, Herr Gabriel. Und wer die europäische Politik versteht, ist natürlich klar, es sind oftmals Nationalregierungen, die aber eine sehr große Rolle spielen, wohin sich europäische Politik entwickelt. Es war zum Beispiel das Schröder-Blair-Papier, das zu einem europaweiten Sozialabbau geführt hat, wo auch von den Grünen und von Joschka Fischer unterstützt worden ist. Natürlich war das dann auf einmal Grundlage auch europäischer Politik, diese Angriffe auf Gewerkschaften und Arbeitnehmer. Deshalb, es waren immer Nationalregierungen, die auf europäischer Ebene dafür gesorgt haben. Deshalb, der Ball gehört in beide Richtungen, an die jeweiligen Regierungen und nach Europa zu den Staats- und Regierungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Verhandlungen mit Großbritannien wird die erste entscheidende Aufgabe aber sein, dass es verbindliche Lösungen für die vielen Menschen braucht, die von der EU in Großbritannien leben, aber auch die britischen Menschen, die in der EU leben. Hier braucht es klare Ansagen, dass diese Menschen dort bleiben können, wo sie sind, dass sie dort arbeiten, wo sie sind, und es braucht gute Lösungen auch für ihre Sozialversicherung. Und es wurde schon angesprochen, wir brauchen auch relativ schnell, bevor es zu neuen Unruhen kommt, auch Sicherheit in der Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland. Die Verhandler müssen früh dafür sorgen, dass hier keine neue Hard Border entsteht mit allen Problemen, zu denen das auch führt. Neben dem Austrittsabkommen, Herr Gabriel, wird es aber auch ein umfassendes Handelsabkommen geben. Starke und berechtigte Interessen an guten gegenseitigen Marktzugangsbedingungen gibt es schließlich auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Es wäre daher witzlos und falsch, aus Trotz und Angst vor Nachahmern die Briten abstrafen zu wollen. Ein schlechter Deal für Großbritannien wäre auch ein schlechter Deal für uns, auch gerade wir in Deutschland. Schauen wir uns auf die Bedeutung der deutschen Wirtschaft. Die deutschen Exporte nach Großbritannien belaufen sich auf jährlich fast 90 Milliarden Euro. Damit ist Großbritannien unser drittwichtigster Absatzmarkt. Gerade im Automobilsektor, aber auch in der Chemieindustrie und im Maschinenbau hängen sehr viele Arbeitsplätze vom Marktzugang auf der Insel ab. Bekennen wir uns also zum Wunsch einer starken Kooperation in Europa und beginnen konstruktive Gespräche über unsere gemeinsame Zukunft mit Großbritannien. Was aber die Zukunft der EU angeht, ich habe es angesprochen, müssen sich auch die restlichen 27 EU-Länder die Frage stellen, warum es dazu gekommen ist.
Denn der Brexit ist unseres Erachtens der letzte Warnschuss, um Europa noch zu retten. Wer das nicht erkennt, wer das nur auf die Insel bezieht, auf Großbritannien, der wird Europa in eine noch tiefere Krise führen, wie sie eh schon ist. Die entscheidenden Stimmen kamen von den Arbeitern in den Gebäudeindustriemetropolen, von Menschen, die mit der EU vor allem noch mehr Wettbewerb zwischen den Arbeitern, verschiedenen Standorte, Lohndrückerei, europarechtliche Angriffe gegen ihre Rechte und Bürokratie verbinden. Der Brexit war auch Protest gegen die britische Cameron-Regierung, für die Europa nicht mehr ist als eine Freihandelszone mit Parlament. Und auch die Europavision der Bundesregierung reicht ja leider nicht viel weiter. Sie haben die bürgerferne, technokratische und unsoziale EU von heute maßgeblich mit aufgebaut. Deswegen tragen Sie eine Mitverantwortung für den Brexit und eine große Mitverantwortung für den desolaten Zustand der Europäischen Union. Und das Gerede von Frau Merkel vom Europa mehrerer Geschwindigkeiten ist auch nicht gerade hilfreich, wenn es darum geht, den Laden zusammenzuhalten. Das Problem ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die politische Richtung, die diese EU genommen hat. Die EU braucht jetzt eine politische 180-Grad-Wende. Deutschland müsste dabei eine Vorreiterrolle übernehmen. Daran glaubt jedoch kaum noch jemand. Ging es nach dem Bundesfinanzminister, würden wir erstmal Griechenland rausschmeißen und die Eurozone überall verkleinern, wo nicht genügend gekürzt, liberalisiert und privatisiert wird. Dann würden wir einen europäischen Währungsfonds schaffen, der unter deutscher Führung nationale Haushaltsentscheidungen torpediert. Und die Alternative Martin Schulz steht europapolitisch für noch mehr Macht in technokratischen EU-Institutionen, auch über die Lohnentwicklung. Er steht für eine weitere Deregulierung der Finanzmärkte, vor allem im Bereich der Verbriefungen. Und er steht für einen mächtigen Euro-Finanzminister, der quasi per Dekret in nationale Politikprozesse eingreift. Alles das steht in dem Fünf-Präsidenten-Bericht, den Schulz als Präsident des EU-Parlaments mitverfasst hat. Wir brauchen eine umfassende Demokratisierung aller Entscheidungsebenen, eine Stärkung des Europäischen Parlaments, starke soziale Rechte für alle und militärische Entspannung und Abrüstung. Wenn wir das tun, dann ist Europa zu retten, und dann war vielleicht der Brexit der unangenehme, aber noch rechtzeitige Warnschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ulrich. Alexander Ulrich war das für die Linksfraktion, deren Forderungen er hier präsentiert hat. Und zwar umfassende Demokratisierung, starke soziale Rechte und eine Demilitarisierung der europäischen Politik. Weiter geht es mit Axel Schäfer für die SPD. Mit zwei persönlichen Bemerkungen beginnen, die meine besondere Traurigkeit ausdrücken. Ich bin erstens traurig, weil meine Stadt Bochum seit 67 Jahren partnerschaftlich verbunden ist mit Sheffield, Schüleraustausch, vielfache Begegnungen, Solidaritätsaktionen für Arbeitsplätze. Aber am Ende war das Gemeinsame schwächer als das Trennende. Und das Zweite, ich bin besonders traurig, dass unsere Labour-Kollegin Jo Cox von einem fanatischen EU-Hasser ermordet worden ist. Deshalb sage ich hier auch ganz offen, Politiker wie Johnson und Farage haben mit ihren Hetzreden für den Brexit eine moralische Mitverantwortung für diese Tat. Und es wird jetzt darauf ankommen, dass wir im Dialog mit unseren Bürgerinnen und Bürgern einige Dinge ganz, ganz klar auch aussprechen. Das Erste ist, der Zusammenhalt dieses vereinten Europas ist das Allerwichtigste jeden Tag bei allen Verhandlungen, bei allem, was wir tun. Zweitens, der Brexit ist nicht gut für die EU, aber er ist besonders tragisch für Großbritannien, für die Situation, die bis zu einer Spaltung des Landes führen kann. Drittens, die Verhandlungen werden am Ende nicht um möglichst gute Lösungen gehen, sondern darum, dass wir wenigstens Schlechtes dabei rauskommen. Denn wir sind nicht mehr in einer Win-Win-Situation. Es wird am Ende eine Lose-Lose-Situation bestehen. Darüber darf es überhaupt keine Illusionen heute geben.
Und ein Viertes. Stellen wir uns darauf ein. Die britische Regierung wird bei allen Konflikten in den Gesprächen sagen, ihr Europäer behandelt uns schlecht. Das ist so, wie wenn Frau May eine Scheidung anstrebt, aber weiterhin jede Nacht im europäischen Ehebett verbringen möchten und kein Unterhalt für die gemeinsamen Kinder zahlt. So geht es weder im richtigen Leben noch in der Politik. Es gibt aber auch Gutes im Schlechten. Ich bin ganz sicher, die Verhandlungen werden zeigen, was wir in Europa gemeinsam erreicht haben. Die Verhandlungen werden vielen Menschen die Augen öffnen über die Erfolge innerhalb der EU, die so selbstverständlich geworden sind, aber jetzt leider gefährdet. Und ich hoffe, Sie werden auch manchen das Wort im Hals stecken lassen, die immer wieder gegen die Bürokratie und alles Schlechte über Brüssel gelästert oder christlich formuliert falsches Zeugnis wieder dem Nächsten geredet haben. Es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, dass die EU-Kommission als zentrale Institution mit einer außergewöhnlichen Kompetenz, mit Power in der Lage sein wird, übrigens noch ebenso wie bei der deutschen Einheit, dieses Regelwerk überhaupt hinzubekommen. Es gibt nirgendwo in der EU, in keinem Staat, so viel Sachverstand, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Denn am Ende wird es, liebe Kolleginnen und Kollegen, letztlich um Lösungen, um Antworten gehen, wo wir heute noch nicht mal die Fragestellung kennen. Ich bleibe optimistisch, insbesondere aufgrund der vielen jungen Menschen, die sich für Europa engagieren. Wir hoffen, dass auch verstockte konservative und ängstliche Labour-Politiker auf einen anderen Weg zurückkommen. Wir wollen dieses gemeinsame Europa, so wie wir weiterhin Englisch sprechen, den Fußball lieben und die Errungenschaften für die Demokratie in Großbritannien wertschätzen. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer. Axel Schäfer war das für die SPD-Fraktion, deren stellvertretender Vorsitzender er ist. Nach ihm jetzt Andrea Lindholz, CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das vereinte Europa, es begann als Traum von wenigen, es wurde zur Hoffnung für viele und es schafft heute Wohlstand und Frieden für Millionen von Menschen. Und trotzdem hat die britische Regierung gestern offiziell den Austrittswillen für 60 Millionen Briten bekundet. Das ist ein donnernder Weckruf für Europa. Es ist kein Tag der Freude und ich bedauere diese Entscheidung sehr, denn uns verbindet mit Großbritannien viel. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, sie ist ein Privileg und kein Zwang. Wenn sich ein Land allerdings entscheidet, auszutreten, dann ist das legitim. Und die Entscheidung des britischen Volkes ist natürlich auch zu respektieren. Die Folgen sollten allerdings allen Europäern klar sein. Aus jedem Trennungsprozess ergeben sich auch Chancen. Und diese Chancen sollten wir für die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten auch nutzen und notwendige Reformen vollziehen. Europa hat in den letzten Monaten zum Beispiel im Bereich der Flüchtlingskrise nicht immer ein gutes, nicht immer ein einheitliches Bild abgegeben. Die Zukunft des Vereinigten Königreiches steht vor einigen Herausforderungen. Schottlands Regierung und das schottische Parlament fordern ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Die britische Wirtschaft braucht unbedingt den Zugang zum EU-Binnenmarkt. Das Aufenthaltsrecht tausender EU-Bürger ist plötzlich unklar. Und die Menschen erwarten jetzt zu Recht zügig Antworten. Und dafür tragen die Kommission, der Rat und die britische Regierung auch jetzt die Verantwortung. Denn echte Verantwortung gibt es nur da, wo es wirkliche Antworten gibt. Das schrieb bereits der jüdische Philosoph Dr. Martin Buber. Wir erinnern uns aber auch an die Brexit-Befürworter. Sie haben ihre zentralen Wahlversprechen nur wenige Stunden danach, nach der Abstimmung, öffentlich als Fehler bezeichnet und haben die Verantwortung verweigert. Die Folgen des Brexit müssen jetzt andere bewältigen. Und Antworten, die wir geben müssen, werden nicht einfach sein.
Es geht zum einen darum, die Vereinbarungen für den Austritt Großbritanniens selbst zu regeln, aber auch für die künftigen Beziehungen. Und zum anderen, und das ist viel wichtiger, geht es darum, dass wir die Einheit und Stärke der verbleibenden Mitgliedstaaten erhalten und gemeinsam unsere Interessen vertreten und unsere Werte schützen. Und das Ausmaß der Verhandlungen, wir haben das in den letzten Monaten hier auch erlebt und durch unsere Ausschüsse auch erfahren, das ist gewaltig. Da ist natürlich auch potenzielles Streitmaterial in erheblichem Umfang vorhanden. Das Vereinigte Königreich ist mit der Europäischen Union auf so vielen Ebenen eng verwachsen. Es sind nicht nur die Beziehungen innerhalb Europas zu regeln, sondern auch das Verhältnis zu Drittstaaten muss neu geregelt werden. Mit dem jetzt zunächst einmal anstehenden Austrittsabkommen ist die Möglichkeit da, einvernehmlich eine Trennung zu schaffen. Das Verhandlungsmandat wird in den nächsten Wochen erteilt. Und es geht hier erst einmal zunächst um einige technische Angelegenheiten. Es geht aber vor allen Dingen auch um die Rechte der Bürger, zum Beispiel um den Bestandsschutz für erworbene Rechte im Bereich der Pensionsansprüche. Es geht aber auch um den finanziellen Ausgleich zwischen Deutschland, zwischen Europa und Großbritannien. Und gerade dieser Punkt wird mit Sicherheit nicht einfach sein. Parallel dazu müssen dann noch ein oder mehrere Handelsabkommen hinzutreten, wie man in Zukunft gemeinsam miteinander weiterarbeitet. Es gibt dort wichtige Themen, sie sind angesprochen worden, der Bereich Sicherheit und Wirtschaft. Aber, und da bin ich Herrn Bundesminister Gabriel sehr dankbar, dass er heute noch mal klar formuliert hat, erstmal müssen die Eckpunkte für den Austritt stehen. Und ich halte das auch für eine richtige Vorgehensweise. Insgesamt müssen über 200.000 Rechtsakte geändert werden. Und dafür braucht es konstruktive, faire und geordnete Verhandlungen und vor allen Dingen Grundregeln, auf die wir uns verständigen. Für mich sind es drei, die ich formuliert habe. Die Europäische Union muss hart und geschlossen handeln, ohne unnötig Porzellan zu zerschlagen. Die Werte und Interessen der 27 Mitgliedstaaten müssen zuerst kommen. Trotzdem wollen und müssen wir natürlich die freundschaftlichen Beziehungen zum Vereinten Königreich auch wahren. Zweitens. Wer die Privilegien der EU beansprucht, der muss auch ihre Pflichten akzeptieren. Und der freie Zugang zum Binnenmarkt, den darf es nur geben, wenn alle vier Grundfreiheiten, Freizügigkeit für Ware, Kapital, Dienstleistung und Menschen miteinander untrennbar verbunden ist. Eine Rosinenpickerei darf es an dieser Stelle nicht geben. Theresa May hat es in ihrem Austrittsschreiben selbst betont. Ein harter Brexit wäre die schlechteste Lösung. Er würde bedeuten, dass es keine Übergangsregelungen nach den zweijährigen Austrittsverhandlungen gibt. Und das wäre für die nachfolgenden Verhandlungen denkbar schlecht. Vor allen Dingen aber für das Vereinigte Königreich. Denn wenn man Großbritannien wie einen Drittstaat behandeln würde, dann wären die Folgen allein für den britischen Finanzsektor desaströs. Und deswegen liegt es an der Europäischen Union und an Großbritannien, die Verhandlungen so zu führen, mit dem Ziel, einen harten Brexit zu vermeiden. Die Verhandlungen sind das eine, das technische Abwickeln das andere. Was aber viel wichtiger ist, es muss uns in den Verhandlungen darum gehen, unserer Jugend ein stabiles und starkes Europa zu überlassen. Der Brexit selbst ist kein existenzielles Risiko für die Europäische Union. Auch Putin, Erdogan, Trump, die Migrationskrise, die Populisten und die Terroristen nicht. Das größte Risiko für die Zukunft Europas ist der wachsende Nationalismus und Egoismus. Ohne Kompromissbereitschaft und ohne aufeinander zuzugehen, gibt es keine gute Zusammenarbeit. Es waren nach dem Krieg der starke politische Wille der Europäer für Versöhnung, für Kooperation, für Freundschaft, die Europa nach den Kriegen stark gemacht hat. Und diesen Willen müssen wir auch in diesen Verhandlungen bekräftigen. In diesen Tagen gehen viele junge Leute auf die Straße. In Paris, in Warschau, in London, in Berlin, in Madrid und in Frankfurt und auch in meinem Wahlkreis. Sie demonstrieren für Europa. Das ist ein gutes Zeichen. Und Sie wissen, die beste Antwort auf die zukünftige Entwicklung in Europa ist ein gutes, gemeinsames und geschlossenes Europa, und darauf sollten wir hinarbeiten. Vielen Dank. Die Rede von Andrea Lindholz. Die beste Antwort sei ein gutes und geschlossenes Europa, hat sie gesagt. Nach ihr jetzt Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren,
Gestern haben wir den berühmten Brief von Frau May alle zum Lesen bekommen, aber eine Woche davor, ich glaube, da waren unser aller Gedanken bei den Kolleginnen und Kollegen im britischen Parlament, die eine Debatte hatten, wie wir sie gerade jetzt haben, und dann von der Polizei im wahrsten Sinne des Wortes dort eingeschlossen und bewacht wurden. Und ich glaube, dieser verheerende Anschlag in London hat doch gezeigt, dass uns die gleichen Herausforderungen umtreiben, dass es keine Frage ist, ob man in Berlin oder in London ist, sondern dass wir gerade auch im Bereich der Sicherheit nur zusammen etwas erreichen können. Umso tragischer ist es natürlich, dass wir jetzt den Austritt verhandeln müssen. Aber ich glaube, und das ist in der Debatte auch deutlich geworden, wir alle haben ein Interesse daran, zu einem konstruktiven Ergebnis zu kommen und auch eine gemeinsame, konstruktive und gute Zukunft zwischen Deutschland, zwischen Europa und Großbritannien zu haben. Aber, und das müssen wir eben auch zur Kenntnis nehmen, das wird ein ganz schweres Stück Arbeit. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir die Titelseiten der britischen Zeitungen anzuschauen von heute Morgen. Soll man eigentlich nicht machen, aber sie spiegeln doch ganz gut die Stimmung in Großbritannien wider. Die Times, die schreibt, May droht EU bei Terrorpakt. Der Guardian schreibt, die EU warnt, erpresst uns nicht. Die Daily Mail schreibt, Prost auf eine großartige Zukunft mit Herrn Farage und einem Pint Bier drauf. Und die Sun schreibt, euer Geld oder euer Leben, und spielt damit auf die Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung an. Das spiegelt ein gutes Stück die Stimmung wider, wie sie nach wie vor in Großbritannien ist. Und das müssen wir, glaube ich, in den Verhandlungen berücksichtigen, weil glücklicherweise ist bei uns die Stimmung ja ein bisschen anders. Ich habe mir mal auch die Zeitung mit den vier großen Buchstaben angeschaut. Da geht es heute darum, Harpe Kerkeling heiratet Freund. Das ist ungefähr die Dimensionen zwischen der öffentlichen Debatte in Großbritannien und der öffentlichen Debatte, die wir teilweise hier bei uns haben. Das eigentlich müsste man meinen, in Deutschland offensichtlich keep calm and carry on. Aber so ist es eben nicht. Wir müssen uns anstrengen und wir müssen alles dafür tun, dass wir uns nicht auf diese Debatte einlassen, die uns von gewissen Teilen der Medien auch in Großbritannien versucht werden wird, wieder aufzusetzen. Weil das sind auch diejenigen, die schon dafür gesorgt haben, dass es überhaupt zum Brexit gekommen sind. Das sind die Nationalisten, die in ihren Redaktionen dort sitzen und sich jeden Tag überlegen, was für eine Sauerei sie am nächsten Tag in die Zeitung schreiben können. Und wir, glaube ich, als deutsche Seite, als europäische Seite, wir müssen versuchen, an diese Verhandlungen mit der notwendigen Gelassenheit heranzugehen, weil wir wissen, dass wir eine gemeinsame, konstruktive Zukunft mit den Freunden in Großbritannien haben wollen. Sicher nicht um jeden Preis, aber sicher nicht auf Grundlage der Yellow Press. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Zimmermann. Soweit die Rede von Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion. Weiter geht es mit Heribert Hirte, CDU/CSU. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion ist ja jetzt richtig gestellt worden. Vielen Dank. Erst einmal, das war ein trauriger Tag gestern für alle von uns, und das ist auch zu Recht in vielen der Reden schon gesagt worden. Und wir wollen, das ist das Ziel dessen, was es jetzt zu verhandeln gilt, wir wollen mit den Briten Freunde bleiben, gute Freunde bleiben, auch das unterstütze ich nachdrücklich. Und das Beispiel des Fußballplatzes wurde schon genannt, da sage ich dann, wir wollen so Freunde bleiben wie die Spieler auf dem Feld, und wir denken da eher nicht an die Tribünen. Denn das ist ein bisschen das, was die Populisten machen auf beiden Seiten des Kanals, dass sie den Brexit instrumentalisieren für ihre Zwecke, um auf diese Weise Stimmung zu machen. Wir sollten uns an dieser Diskussion nicht beteiligen. Und deshalb gilt, wir müssen als erstes mit den Briten über die Frage reden, wie kommen wir zu fairen Verhandlungen. Und da treibt es mich dann schon ein bisschen um, wenn man gesagt bekommt, dass britische Vertreter auf der Seite der Kommission und auch im Europäischen Parlament auf beiden Seiten des Tisches sitzen und ein bisschen mitarbeiten an der Formulierung der Position, die wir als Europäer gegenüber dem Vereinigten Königreich aufbauen wollen. Das geht so nicht. Man kann nicht Diener zweier Herren sein.
Und wenn ich dann einen Schritt weiter gucke, ich könnte jetzt eigentlich sagen, Herr Brinkhaus, mein Kollege hat das alles schon gesagt, nämlich wir sind in Scheidungsverhandlungen. Und dann kann man nicht über die rosige Zukunft nach den Scheidungsverhandlungen nachdenken, solange die Scheidung nicht durch ist. Und dass die Scheidung durch ist und bis die Scheidung durch ist, müssen wir klären, was die Verbindlichkeiten aus dem aktuellen Stand der Dinge sind. Welche Zahlungen hat das Vereinigte Königreich noch zu erbringen? Da muss man sich nicht an den Diskussionen über die Frage beteiligen, ob das nun so viel oder so viel Milliarden Euro oder Pfund sind. Aber wir müssen uns vor allen Dingen einig sein über die Frage, wer entscheidet denn darüber, wie hoch die Verbindlichkeiten sind. Und da kann aus meiner Sicht, aus der Sicht des Rechtspolitikers, kein Zweifel bestehen. Für die Auslegung unseres EU-Vertrages, der EU-Verträge und auch einer etwa zu schließenden Vereinbarung ist der Europäische Gerichtshof zuständig. Wenn man einmal sich in einen solchen Streitschlichtungs- oder einen solchen Streitschlichtungsmechanismus begeben hat, dann kann man nicht gehen und sagen, jetzt entscheiden es irgendwelche anderen. Und das bedeutet für uns, wir werden gar nicht zustimmen können, wenn bei solchen Vereinbarungen irgendein anderer sozusagen eine andere Schiedsinstanz eingerichtet werden soll. Und ich sage ganz deutlich, ich glaube, wir können das verfassungsrechtlich gar nicht, weil wir dann nämlich eine Schiedsinstanz irgendwo begründen würden, zu der uns das Verfassungsgericht die Kompetenz nicht geben würde. Dass die britische Premierministerin dies ihren Abgeordneten so offensichtlich nicht gesagt hat, und da knüpfe ich an den Kollegen Seif an, ist mit Sicherheit fahrlässig. Denn das wird dazu führen, dass der Europäische Gerichtshof, manche sagen 20, manche sagen 40 Jahre, noch für die Auslegung dieser Streitigkeiten in der Pflicht ist. Und das ist für die Kollegen im Vereinigten Königreich keine rosige Aussicht, weil sie genau diese Rechtsprechung aus für mich unverständlichen Gründen nicht akzeptieren wollen. Und damit bin ich bei einem zweiten Punkt. Ja, das Ziel sollte sein, gemeinsam ein anspruchsvolles Freihandelsabkommen zu verhandeln. Aber auch bei Freihandelsabkommen spielt die Frage eine Rolle, wie legen wir die Nichtdiskriminierungsklauseln aus? Wir haben hier in dieser Konstellation zusammengesessen, gerade auch mit dem damals noch Wirtschaftsminister Gabriel, und über die Frage verhandelt und geredet, wie Schiedsgerichtsvereinbarungen in TTIP und CETA ausgestaltet werden sollen. Und wir haben erreicht, dass sie anders ausgestaltet werden als bisher, dass es nicht sogenannte private Schiedsgerichte sind, sondern dass wir ein institutionelles Gericht bekommen. Nun hört man aus der britischen Presse und liest in den britischen Zeitungen, man habe ja da alte Erfahrungen, wie man solche Schiedsgerichte ausgestalten könnte, daran könne man anknüpfen. Dieselben Briten, die mit uns gemeinsam und mit Ihnen damals in der Funktion als Wirtschaftsminister gegenüber Kanada ein modernes Schiedsgerichtsabkommen, eine moderne Schiedsgerichtsinstitution verhandelt haben. Ich weiß nicht, wie das gelöst werden soll. Und das macht mich wirklich ratlos. Ich bin vor allen Dingen völlig unsicher, wie die Engländer zu der Idee kommen sollten, das nicht vorher einmal durchzuspielen. Und damit bin ich bei einem weiteren Punkt. Wir verhandeln jetzt, das ist das Ziel der Briten, das ist also völlig richtig so, über Übergangsvorschriften. Aber wenn man schon hört, dass bei diesen Übergangsvorschriften über viele Jahre geredet wird, dass die Finanzindustrie, da schaue ich den Kollegen Dehm an, natürlich besonders lange Übergangsvorschriften haben will, dann läuft die ganze Sache natürlich in eine Richtung, die dazu führen könnte, dass die Briten eine Art Sondermitgliedschaft mit der Europäischen Union bekommen, die Vorteile bekommen, die Pflicht nicht mehr tragen. Das können wir nicht, und ich sage dann auch wieder als Jurist, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht. Aber über alles dies darf auch nicht in Vergessenheit geraten, was waren die Gründe für die Brexit-Entscheidung. Vieles ist davon schon gesagt worden. Es war Unmut über die Migration. Es war Unmut, zweitens, über die fehlenden Möglichkeiten, die britische Wirtschaft wieder fit zu machen. Wir haben über diese Dinge mit dem Vereinigten Königreich verhandelt. Vor etwas mehr als einem Jahr hat der Europäische Rat eine ganze Reihe von Rechtsänderungen zugesagt für den Fall, dass das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union bleibt. Eine ganz zentrale, die hat in der Diskussion eine große Rolle gespielt, war die Indexierung des Kindergeldes für im Ausland lebende Kinder. Und ich bin froh, dass der Koalitionsausschuss letzte Nacht
genau in diesem Punkt gesagt hat, wir in Deutschland gehen in diese Richtung weiter. Und ich erwarte deshalb jetzt von der Bundesregierung, dass sie auch die entsprechenden europäischen Rechtsänderungen unterstützt, damit diese falschen Anreize bei Sozialleistungen zurückgenommen werden. Das ist der Korb 4 der damaligen Verhandlungen. Das kann man eins zu eins kopieren. Und das sollten wir auch tun und fordern, zumal die 26 anderen europäischen Partner hier schon ihre Zustimmung signalisiert hatten. Und ebenfalls dazu gehört, letzter Punkt, natürlich Korb 2, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da haben die Briten durchaus entdeckt, dass es Defizite bei uns in der europäischen Rechtsetzung gibt. Das können und sollten wir aufgreifen, das sollten wir gemeinsam tun. Und dann zeigen wir den Briten, dass wir als EU Rest 27 am Ende ein stärkeres Europa haben und dass Europa eine Zukunftsvision ist, für die wir alle gemeinsam stehen. Vielen Dank. Am Ende ein stärkeres Europa, das möchte Heribert Hirte erreichen, der hier für seine Fraktion, die CDU-CSU, gesprochen hat. Nach ihm jetzt als letzter Redner Stefan Mayer, der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, auch ich bedauere persönlich außerordentlich die Entscheidung der Briten, aus der Europäischen Union auszutreten. Ich sage dies aber nicht nur als Person, sondern auch in meiner Funktion als Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe. Das ist ein schwerer Fehler, den die Briten jetzt vornehmen, aber wir müssen diesen akzeptieren und auch respektieren. Und es ist mit Sicherheit unbestreitbar, die Verhandlungen, die jetzt bevorstehen, werden die schwierigsten, die komplexesten sein, die die Europäische Union, aber auch Großbritannien jemals geführt hat. Und natürlich ist es auch richtig, dass es in diesen Verhandlungen keine Rosinenpickerei geben darf, keinen Britenrabatt geben darf und keine Extrawürste geben darf für die Briten. Und es stimmt natürlich auch, dass unser prioritäres Ziel sein muss, dass die EU der verbleibenden 27 Länder zusammenbleibt. Ich bin der festen Überzeugung, kein Land in der Europäischen Union hat ein so großes Interesse daran, dass die EU zusammenbleibt und noch stärker wird wie Deutschland. Deutschland ist im Zentrum Europas, wir haben die meisten Nachbarn in Europa und wir sind das größte Land, auf das natürlich immer auch sehr intensiv geblickt wird. Ich sage aber auch ganz offen, ich hielte es für falsch, wenn die anstehenden Verhandlungen mit Großbritannien jetzt mit dem Duktus geführt werden, der Schadenfreude, mit dem Duktus der enttäuschten Liebe. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel vollkommen recht hat, wenn sie darauf hinweist, dass es einen klaren Unterschied machen muss, ob ein Land sich innerhalb der Europäischen Union befindet oder ob es sich außerhalb der Europäischen Union befindet. Ich sage aber auch dazu, auch die britische Premierministerin Theresa May hat recht, wenn sie darauf hinweist, dass Großbritannien zwar aus der EU austritt, aber nicht aus Europa. Und deswegen sage ich auch ganz offen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, passt das Beispiel der Scheidung nicht ganz so gut. Bei einer Scheidung, nach einer Scheidung kann man, wenn man will, sich für immer und ewig aus dem Weg gehen. Aber Großbritannien bleibt in Europa. Großbritannien bleibt Mitgliedsland der NATO. Großbritannien bleibt Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Und Großbritannien bleibt ein wichtiger und zentraler Partner für Deutschland. In vielfältiger Hinsicht arbeiten wir bestens und hervorragend mit Großbritannien zusammen. Und ich sage ganz ausdrücklich, wir dürfen dies auch aus deutschem Interesse jetzt bei den anstehenden Verhandlungen nicht gefährden. Ich möchte nur die Zusammenarbeit im Terrorismusbereich und in der Sicherheitspolitik erwähnen. Wir sind hier eine Schicksalsgemeinschaft. Wir sind hier in Berlin auf schreckliche, tragische Weise Opfer eines verheerenden Anschlags 5 Tage vor Weihnachten letzten Jahres geworden. Die Briten vor einer Woche Opfer eines ähnlich gravierenden Anschlags. Dies schweißt uns auch zusammen, gerade jetzt der Kampf gegen den internationalen und den islamistischen Terrorismus. Und auch im Bereich der internationalen Friedensarbeit, der internationalen Konfliktbewältigung sind die Briten für uns einer der wichtigsten Partner. Und ich sage auch ganz offen, natürlich ist die Wirtschaft nicht alles. Aber ordentliche und vernünftige Wirtschaftsbeziehungen sind die Grundlage dafür, dass wir uns hier in Deutschland vieles leisten können und dass sich auch Großbritannien vieles leisten kann. Und wir dürfen es bei den anstehenden Verhandlungen nicht außer Acht lassen, dass wir Deutsche für die Briten der wichtigste Exportmarkt sind, was Güter anbelangt. Und Großbritannien ist für Deutschland nach den USA der zweitwichtigste Exportmarkt von Gütern.
Jährlich werden fast 100 Milliarden Euro an Gütern von Deutschland nach Großbritannien exportiert. Es gibt 2.500 deutsche Unternehmen, die in Großbritannien engagiert sind. Sie beschäftigen 400.000 Mitarbeiter. Britische Unternehmen beschäftigen 250.000 Mitarbeiter in Deutschland. Unternehmen wie Siemens, wie BMW, wie E.ON, RWE, Bosch sind wichtige Arbeitgeber in Großbritannien. Und wir dürfen dies auch nicht gefährden, sage ich auch ganz deutlich, indem wir vielleicht in den Verhandlungen, auch getrieben von den Emotionen, zu stark auch die Muskeln spielen lassen. Mir ist dies wirklich sehr ernst, weil ich die große Gefahr sehe, dass ansonsten wirklich das bei rauskommt, was Herr Kollege Schäfer, Sie apostrophiert haben, nämlich dass eine Lose-Lose-Situation am Schluss das Ende der Verhandlungen ist. Und ich sehe es nicht ganz so fatalistisch wie Sie, ich sehe es nicht als gesetzt an. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen, wenn wir klug sind, die Verhandlungen so führen, dass wir die Briten nicht als unsere Gegner ansehen, sondern dass wir sie als unsere Verhandlungspartner ansehen, getrieben davon, dass wir am Schluss eine für beide Seiten möglichst akzeptable und vernünftige Lösung herausbekommen. Und natürlich, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, bin ich nicht so naiv, um anzunehmen, dass die Briten nicht alles tun werden, um ein für sie optimales Ergebnis bei rauszubekommen. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass Großbritannien und Deutschland engstens verwoben sind. Auf Ebene des Parlaments, auf Ebene der Städtepartnerschaften. Es gibt ungefähr 600 Städtepartnerschaften zwischen deutschen und britischen Städten. Der Vorsitzende, der Leiter des British Museum oder auch des Victoria and Albert Museum sind Deutsche. Der Leiter des Humboldt Forums hier in Berlin ist ein Brite. Also ich hoffe, dass die Verhandlungen nicht von Emotionen getrieben werden und geführt werden, sondern dass die Ratio und die Klugheit uns leitet. In diesem Sinne sind die Verhandlungen mit Sicherheit schwierig, aber wenn man sie konstruktiv, vernünftig und mit dem notwendigen Respekt und mit der notwendigen Fairness führt, dann bin ich auch der festen Überzeugung, dann kann am Ende für beide Seiten ein ordentliches und vernünftiges Ergebnis bei rauskommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Stefan Mayer war das, meine Damen und Herren, für die CDU-CSU-Fraktion der letzte Redner in dieser Debatte.